Spezialauftrag, Auftrag, Schere rein in Sicht. Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Lego City Undercover. So, jetzt sind wir hier ins Gefängnis eingebrochen und haben den Typen aufgesucht, den wir aufsuchen sollten. Und jetzt müssen wir ein paar Sachen besorgen. Schaffen wir hoffentlich. Und dann geht's weiter. Mal schauen. Ladevorgang mal wieder. Die machen ja Party. Gib mir meine Mütze wieder! Ach, vergesst es! Ich bin einfach zu alt, um euch Jungspunden hinterher zu jagen. Kann ich helfen? Wäre nicht schlecht. Glaubst du, du kriegst diese Lümmel wieder zurück in ihre Zellen? Klar, kein Problem. Oh Mann. Chase, da hast du dir, glaube ich, was vorgenommen. Die Jungs wieder zurück in ihre Zellen kriegen. Ey, der, wie sieht's denn da aus? Sag mal, dieser. Ein Tuhu Wabuhu. Yo, zapp! Und Nummer 1. Du kannst mich hier nicht festhalten! An so einem schönen Tag! Was? Ich bin von der Polizei, natürlich kann ich nicht festhalten. So. Ja. Mach schon alle Blatt euch, du. Schwarzen Gürtel. So, damit hier auch keine mehr Süßigkeiten ist, mache ich jetzt auch die Schränke noch kaputt. Kann ich eigentlich das Feuer hier kaputt machen? Anscheinend nicht. Okay, wo sind noch welche? Kommt der. Wumsi! So, machen wir fertig hier. Batz! Oh! Jawohl, so geht's ab hier. Und jetzt ein letzter noch, der hier verblieben ist. Ein letzter böse Mohikaner. Wo ist er denn? Zap! So, wieder der Überwurf. Und Handschellen an. Und Herzchen eingesammelt. Nee, hab ich nicht eingesammelt. Das waren sie schon. Gute Arbeit! Kann ich dir denn irgendwie helfen, junger Mann? Ja, ich müsste da die Zelle eines Häftlings überprüfen. Blue oder so ähnlich. Blue? Der ist fast so lang hier wie ich. Gibt mir immer ein Stück vom Kuchen, den seine Mutter backt. Auch wenn der komisch schmeckt. So, okay. Hier. Ich mache ein Nickerchen. Muss geistig rege bleiben. Daher mache ich 4 pro Tag. Ja, würde ich dir auch empfehlen. Ich bereue gerade wirklich so einige Entscheidungen in meinem Leben. Ja, okay. So, was findet man denn da drin? Oh, jetzt haben wir unsere Räuberuniform. Sehr gut. Ich glaube, mit denen kommen wir in so einige Sachen rein. Ja, ja, genau. Ich kann aber auch so wechseln. Genau, ohne X. Und das war's jetzt, oder wie? Ah ja, genau. Jetzt müssen wir in die Zelle von Rex einbrechen. Du warst in der Zelle? Ja. Okay, schnell jetzt. Es sind Wachen in der Nähe. Wenn du die Ausrüstung hast, musst du dir Zugang zum Büro des Direktors verschaffen. Wie bitte? Das ist der einzige Weg in Rex Zelle. Warte. Psch. Ja, das ist Blue. Der spricht mit seinem Gebäck. Total durchgeknallt. Okay, los jetzt. Die Tür befindet sich auf der rechten Seite des zweiten Stocks. Und dann hoffen wir mal, dass der Direktor nicht da ist. Das werde ich dir irgendwann heimzahlen. So, machen wir mal schnell hin hier. Gut, dass dieses Gitter zwischen uns ist. Ja, ja. Okay. Hey, komm schon! Ich verpasse die guten Serien im Fernsehen!
aufbrechen hier. Oh, da kannst du mich nicht ewig hier festhalten. Können wir uns einfach durchhauen durch diese Wände? Okay, wieder was. Ich hab vergessen, wo. Die zweite Zelle auf der rechten Seite. Aber ich muss erstmal hier gucken, wo ich jetzt hier lang muss. Wir nehmen alles mit. Lass mich gehen! Ich bin unschuldig! Komm das schon, sagen gib mir Sie noch an. Eine Chance! Das erzähle ich meinem Anwalt! Ich bin kein schlechter Kerl. Ich beweise es dir, wenn du mich gehen lässt. Ja, ja, ja. So, wo sind wir jetzt eigentlich in der... Wo sind wir hier jetzt eigentlich? Was machen wir hier eigentlich? Hier gibt's doch gar nichts. Warum bin ich jetzt hier eingebrochen? Hm? Ach so, deswegen. Naja. Ah, super Aktion war das jetzt hier. Direkt mal wieder runtergefallen. Wahrscheinlich kann man den Aufzug auch irgendwie reparieren. Jetzt lass mich gerade mal schauen, ob hier hinten was war. Wenigstens besser als einzelhaft. Hier hinten ist irgendwas, was ich noch nicht bedienen kann, oder doch? Nee. Schlüsselkarte. Achso, ich brauche die Schlüsselkarte aus dem Büro des Captains. Wenn ich jetzt so das richtig... richtig entziffern kann. Okay, ja, genau. Jetzt gehen wir vorsichtig rüber. Da kann ich nichts machen. Hier muss ich einbrechen. Durch schnell drücken. Jetzt auch schneller. Und was machen wir jetzt? Achso, Safe knacken ist auch geil. Okay, ein neues Spiel. Drücke A, um dem Knacken des Safe zu beginnen. Sobald das Licht grün ist, drücke A erneut. Ah ja, okay. Ach, und hier ist praktisch jetzt die Karte. Mhm. Nicht mehr durchlaufen. Da wollen wir durch. Okay, und mit der Chipkarte kommen wir jetzt ins Gefängnis. In die Zelle von Rex Fury. Genau. Und was finden wir da jetzt? Gespannt, ich bin. Achso, okay, nicht die Zelle von Rex Fury, geht praktisch noch weiter. Okay, super. Chase, das ist wirklich wichtig. Was ist denn? Glaubst du, Ellie mag mich oder nicht? Frank, ich bin im Gefängnis, um rauszufinden, wie Rex entkommen konnte. Du erinnerst dich? Oh, entschuldige. Aber ja, ich glaube, sie mag dich. Spitze! Okay, jetzt sind die Jungs ausgebrochen, oder wie? Dann nehmen wir mal fest. Jetzt komme ich hier in die Einzelle nicht rein, ne? Da brauche ich einen Schlüssel. Ah ja, so war das bestimmt. Eiswagen steht hier rum, du. Meine Güte. In die Einzelle bin ich jetzt nicht reingekommen, da fehlt mir irgendwas. Sollen wir mal schauen, ob wir da nochmal reinkommen. Wundert mich jetzt aber, eigentlich ist da bestimmt schon hier irgendwo ein Weg, um da reinzukommen. Man weiß es nicht. Sehe ich hier was auf meiner Karte? Nee, auf meinem Scanner sehe ich auch nichts. Oh, hier ist ein erstes Hilfekästchen. Na gut. Ich
weiß jetzt gerade nicht, wie ich da reinkomme. Da ist der Aufzug, der ist noch defekt. Na gut, dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Ich lasse mich jetzt einfach mal hier als Verbrecher verkleidet. Hier ist er eh. Macht eh, was er will. Da kann man auch als Verbrecher durchs Gefängnis laufen. Und dann werden wir jetzt mal schauen, dass wir relativ zügig jetzt vorankommen und in die Zelle reinkommen. In die Zelle. Also, das ist jetzt praktisch hier der. Okay. So. Da kommen wir jetzt praktisch rein. Da geht's jetzt zum Büro des Direktors. Okay. Und hier steht ein ganzer Haufen Zeug rum. Chase, bist du drin? Ja, der Direktor hat gerade sein Büro durch die Tür auf der anderen Seite verlassen. Das ist seine Privattoilette. Versperr die Tür. Der Direktor hat einen Geheimaufzug zu Rex' Zellenblock in seinem Büro. Aber er wird dich da nicht einfach rumschnüffeln lassen. Alles klar. Wie versperre ich denn die Tür? Okay. So schnell kommt er da nicht raus. Gut. Hallo? Ist da draußen jemand? Nein! Ich hab's dir doch gesagt. Niemand hat sich umgesehen. Nicht mal der Trottel Dunby. Ich will ja auch nicht, dass du wiederkommst. Nein! Natürlich rufe ich nicht vom Klo aus an. Muss Schluss machen. Oh oh. Wer ist da? Hier ist irgendwas faul. Irgendwas ist da faul. Und Finger weg von den Platten. Die sind alphabetisch geordnet. Finger weg von den Platten. Fass ja nicht die Platten an. Vor allem nicht meine geliebten Opern. Ja, ja, ja. Was geht denn jetzt ab? Was ist da draußen los? Bis zum heutigen Tage weiß ich nicht, von was die beiden italienischen Damen gesungen haben. Und wieso tanzen diese Typen zusammen? Und wie hat der da den Topf auf die Birne bekommen? Es gibt so viel, was ich nicht weiß. Lass mich raus! Lass mich hier raus! Oh. So öffne doch einer die Tür! Nee, warte mal. Du, ja. Erstmal muss ich hier den Superstein finden. Hilfe! Hilfe! Oh, und eine Häftlingsuniform habe ich jetzt auch. Sehr gut. So, jetzt mache ich hier noch die Sachen hier kaputt. Ist das hier ein. Was kann ich hier machen auf dem Dings? Okay, okay. Damit vertreibt sich anscheinend der Direktor so seine Zeit. Okay, die Channel. Okay, ja, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Oben, unten, rechts, unten. Yeah, geschafft, würde ich sagen. Oh. Kaputt gemacht. Wow!
eine Polizeimarke gefunden. Jetzt mal ja noch, wenn ich schon da bin. Oh, kann ich nicht kaputt machen. Doch. Na, ja, zumindest kann ich ihn. Wir wollen uns hier nicht so lange aufhalten. Ah, der gute alte Geheimgang hinter dem Bild. Ein echter Klassiker. Ein echter Klassiker. Ja. Bin ich jetzt drin? So, mal schauen, wo wir jetzt rauskommen. Kontrollpunkt abgeschlossen. Durchsuche Rex' Zelle nach Beweisen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Das muss die Zelle von Rex sein. Ja, so sieht's auch aus, würde ich sagen. Hey Jungs, weiß Rex, dass ihr seinen Whirlpool benutzt? Ich streng mich nicht mal an! Noch spiele ich nur mit dir. Oh, die sind stärker, die Gegner. Du wirst verlieren. Moment, einen habe ich schon. Und den zweiten habe ich auch. Das war aber einfach. Jungs, ihr wart keine Gegner. So, hast du es jetzt bis in den Privataufzug des Direktors geschafft? Ja. Wow, die Zelle von Rex ist hübscher als meine Wohnung. Der Direktor hat ihm die größte Zelle besorgt. Und den Rest habe ich dann erledigt. Nach was hast du da drin überhaupt gesucht? Ich dachte mir, dass er in der Eile des Ausbruchs das ein oder andere Beweisstück da drin vergessen haben könnte. Viel Glück auf der Jagd nach Rex, Chase. Und wenn du ihn erwischst, grüß ihn schön von mir. Ein Boxsack und Gewichte? Na toll, wir wollen ja auf keinen Fall schwache und leicht zu verhaftende Kriminelle. Genau. Was ist denn das hier? Okay, wir wollen ja mal das hier ausprobieren. Interessant, ein versteckter Knopf. Was Chase alles hat, ey, ich bin ja voll der Boxmeister. Okay, das war Knopf für Nummer 1. So, was darf ich jetzt hier machen? Das ist noch ein Minispielchen hier. Oh ja, ich klopf nicht nur Ganoven ab, ich hau auch ordentlich auf die Pauke. Okay, mach dich bereit. Und? Oh, jawohl. Einer. Und zweiter. Und dritter. Und der vierte. Und der fünfte. Oh. Rex. Rex Superstar, würde ich sagen. Jason McCain Superstar. Call me Rocky. So, was müssen wir jetzt Eine Jukebox in einer Gefängniszelle? Ob die Musik da drauf... Ich bin mir nicht sicher, was an Rex widerwärtiger ist. Seine Verbrechen oder sein Musikgeschmack? Das weiß ich allerdings auch nicht. So, machen wir hier mal Musik, während wir hier aufräumen. Ich würde ja vermuten, dass mit dem Bild hier auch irgendwas ist. Überschwemmung! Aha, noch ein versteckter Knopf. Das zweite Lichtchen geht. So, jetzt müssen wir noch das dritte finden. Das dritte Lichtchen. Ja. Das dritte Lichtchen. Und das Klo? Wow, gut, dass ich dich drauf sah. Ja. Naja, gut. Ich mache mir eine ganz schöne Überschwemmung hier im Klo auf jeden Fall. In der ganzen Zelle. Wir haben erst den Swimmingpool hier zum Überlaufen gebracht und jetzt auch noch. Okay.
Ich muss jetzt zum Klettern mal die Perspektive ein bisschen wechseln. Kann ich nicht. Scheiße. Entschuldigung. Okay, das ist ein bisschen tricky. Muss mal schauen, dass ich immer schön in der Mitte bleibe von dem Viechdings da. So ungefähr, genau. Ja. Können wir irgendwie die Musik ausmachen, bitte mal? Da ist der dritte da ist Knopf. Der letzte Knopf. Da ist der letzte Knopf. Und jetzt geht das Bild auf, wa? Der gute alte Geheimgang hinter dem Bild. Ein echter... Moment. Das habe ich doch schon mal gesagt, oder? Nein, Chase, hast du nicht. Okay. Wow. Sauber. McCain! Direktor Stonewall hat mich angerufen. Ich sage nicht, was er gesagt hat, aber es war nicht nett. Er hat ihn Trottel genannt. Rex hat sich wohl mit diesem Hammer den Weg in die Freiheit gebuddelt. Er ist aus der Bluebell-Mine. Her damit! Wenn hier irgendjemand Schlüsse zieht, dann bin ich es. Interessant. Ein Hammer. Und wo stammt der her? Das lässt sich nicht feststellen. Aber die Bluebell-Mine wäre ein Ort, an dem man mal nachsehen sollte. Da gab's vor ein paar Monaten nämlich einen Raub. Dann sehe ich dort sofort mal nach, Chief. Nicht so schnell, McCain! Sheriff Huckleberry kümmert sich drum. Halt dich von der Mine fern! Das ist ein Befehl! Hey, Chief! Ein Bild für den Herald? Hat er auch sicher nicht die hier benutzt. Hier kommt das Vögelchen. Sauber. Der Chief hat's wieder gerichtet. Jawohl. Schere rein in Sicht. Level abgeschlossen. Freispiel freigeschaltet. Ein bisschen was eingesammelt haben wir jetzt diesmal. Das ist schön. Schön, schön, schön. Damit werden wir jetzt auch diese Folge noch beenden. Aber wir haben einige... Polizeimarkt nicht gefunden. Wir haben auf jeden Fall aber den Häftling freigeschaltet und auch den Viehdings. Was ist das mir? Den Einbrecher. Haben wir auch noch geschafft. Dazu haben wir noch ein paar goldene Steine eingesammelt und ein Level abgeschlossen. So, prima. Danke fürs Zusehen. Auch für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge dabei. Dann in Folge 8 müsste es dann, glaube ich, sein. Bis dahin, schönen Tag. Ciao, ciao.